Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forest Village. Wir haben ja zwei neue Gebäude in Auftrag gegeben. Einmal unsere Schmiede hier und einmal einen Bienenstock. Ach genau, und eine Lehmmine. Ich war gerade am Überlegen, was das hier noch ist. Da fehlt noch ein bisschen Holz, noch ein bisschen Heu. Heu haben wir keins. Aber ich glaube, haben wir einen Auftrag gegeben. Winterende naht. Das heißt, unsere Arbeitskräfte werden nach und nach weniger werden. Oder unsere Hilfskräfte, weil die ja dann wieder entsprechend anfangen, auf den Feldern zu arbeiten und ihrer eigentlichen Arbeit nachzugehen. Aber noch arbeiten sie fleißig. Das ist gut. Und so soll es sein. Wow. Ja, Holz brauchen wir eine Menge. Da können wir gleich noch mal ein paar Bäume markieren, die sie hier holen dürfen. Stehen auch noch zwei dicke. So. Dann müssen wir über kurz oder lang noch eine Wiese bauen, wo wir das Heu alles herkriegen. Nicht ganz unwichtig. Die Eier sind gerade Eier weggebracht worden. Gut. Und 6 Fleisch. Hier ruht's. Klar, gibt momentan kein Holz, was verarbeitet werden könnte. Ah, yo, 120 fehlen noch. 114, genau. Dann bekommen wir auch wieder Lehm. Bin mal gespannt, ob der dies hier anpflanzt.
Oder... Und irgendwann reißt er die Bäume auch wieder raus und pflanzt neue an. Aber dieses Jahr haben wir ja ein Kartoffelfeld mehr. Das, was letztes Jahr noch Hafer war, geht ja dieses Jahr als Kartoffeln. Ah, er ist schon dran. Perfekt. Kartoffeln, genau. So ist das gut. Du bist auch dran. Sehr schön. Den hier kann man eigentlich auch fällen. Ah, das stapeln sie schon ordentlich. Jo, bald haben wir es aber geschafft. 79 fehlen noch. Jetzt fallen natürlich die Arbeitskräfte so langsam weg. Die ganzen Bauern sind jetzt natürlich wieder am, Ah, okay, der hat seine Bäume noch. Gut. Wieder am Feld bestellen. Die haben jetzt keine Zeit mehr. Den Holzhacker haben wir natürlich noch. Die Jäger können wir eher keinen abziehen. Fischer sowieso nicht. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Bauarbeiter haben wir ja einen. Und sogar eine Hilfskraft. Sehr schön. Und der kann dann mal... hier der Gießmeister werden. Ich fürchte fast, dass wir noch eine zweite Kohlendings da brauchen. So auf Dauer zumindest. Weil man sieht ja, dass der jetzt schon mit der Kohle so nicht wirklich nachkommt. Regnet das so, dass das Schneeregen? Ich würde es fast als Schneeregen bezeichnen. 4 Grad könnte das auch noch hinhauen. Fünf Eier, 7 Fleisch. Gut. Da lagern schon 11 Fisch. Schon sind es 13. Fleißig dran, perfekt. Oh, ein Baby wurde geboren. Und ein Kind ist älter geworden, okay. Dadurch, dass sie alle zur Schule gehen, müssten sie auch entsprechend effizienter sein. Da haben wir quasi nur... Ja, sie war noch eine, da gab es noch keine Schule.
3 von 5. 4 von 5. 3 von 3, 3 von 3, 3 von 3. Okay, so ganz lang können wir auch nicht mehr warten, bis wir noch wieder ein Haus bauen müssen. Zwei Heu fehlen noch. Ah, sie ist Sammlerin, okay. Jetzt haben wir nur noch zwei Leute, die den Bauarbeiter und den einen Helfer, der hier arbeitet. Ah, und der Holzhacker natürlich. Ah, dann sind da doch drei. Die für Holz und Heu und all das jetzt gerade sorgen. Brunnen müssen wir bei Zeiten auch noch wieder einplanen. Hafen. Cool. Schule, Hammer. Taverne, das wäre natürlich auch noch was Nettes. Apotheke, ach, die brauchen wir ja auch noch. Scheiterhaufen, Gruft. Was macht eine Gruft? Begraben die da die... Brunnen, 5 Holz. Der geht ja sogar. Den sollten wir nämlich hier vielleicht auch nochmal irgendwie so einplanen. Oder eher hier. Ich sehe nichts, es ist neblig. Machen wir den mal dahin. Oh, da ist noch nicht viel dazu gekommen. Ach, er hat sich was gekrallt, so wie das aussieht, okay. So, nur ein bisschen im Auge behalten, nicht, dass uns das Feuerholz komplett leer läuft. Aber eigentlich sollte das passen. Jedenfalls noch arbeiten, gut. Ah, Sammlerin, okay. Ein Holz ist dazu gekommen. Wow. Ein ganzes Holz. Ah, für den Brunnen haben sie gleich gefällt, okay. Da ist das
Da ist das Heu schon vollständig, sehr schön. Ach, dann sind die gerade am Heu ernten. Da hatten wir ja auch einiges markiert. Dann ist das gerade an der Reihe, okay? Das müsste ja hier irgendwo sein. Oder so ähnlich. Dum dum dum. Oh, hallo, Herr Elch. Das war's schon mit der Heuernte. Dum dum dum. Hier ist nicht viel. Ah ja, da kriegen wir ein paar. Gut. Er hat sich wieder Holz geholt, okay. Oder holt sich gerade Holz? Wie viel an der Köhlerstelle hier kann man eigentlich? Das ist einer, ja, okay. Da brauchen wir definitiv dann nochmal eine zweite. Also langsam wird's. 52 fehlen noch. Und jetzt gewittert es mal wieder. Und blitzt und ich hoffe, es brennt nicht schon wieder. Brennen wäre nämlich übel. Oh. Habe ich es nicht gesagt? Aber zum Glück löschen sie fleißig. Schon erledigt. Ah, noch 43. Und dann haben wir das Holz für die Lehmgrube zusammen. Das ist dann schon mal gut. Wie viel Fleisch lagert hier schon? 10, das heißt, da gibt es auch mal wieder 13 Stück. So ist das fein. So muss es sein. Er ist noch fleißig am Brennholz machen, das ist gut. Oh, ein Baby wurde geboren. Das ist sehr schön. Wir sind schon 27. Was dann noch heißt, wir brauchen bald wieder ein Haus. 4 von 5, 5 von 5, 5 von 5.
4 von 5. Ja, unsere Bauarbeiter haben ordentlich zu tun. Ich lasse aber den einen Jugendlichen trotzdem als Hilfskraft, weil der kann dann nämlich weiter sammeln, während der andere baut. Weil in dem Moment, wo hier genug Holz ist, oder hier natürlich, fängt der Bauarbeiter an zu bauen und dann kann der eine Jugendliche, der kann dann als Hilfskraft noch weiter Holz und Heu und alles einsammeln. Und wenn ich den auch als Bauarbeiter mache, dann baut er zwar umso schneller, aber es wird dann auch nichts mehr gesammelt in der Zeit. Das wäre jetzt auch nicht so gut. 311, jawoll. Noch. Dann machen wir vielleicht als nächstes noch eine Heuwiese. Da auch entsprechend Heu zusammenkriegen. Dann brauchen wir auch dringend die Apotheke. Und den Forstmenschen natürlich auch noch. Ach ja, so viel, was wir brauchen. Wobei dieses Mal sieht es deutlich besser aus. Ich den Eindruck. Wir werden gut versorgt mit Gemüse, mit Obst, mit Eiern, mit Fleisch, mit Fisch. Brot natürlich nicht. Kilokalorien. Honig hat 8, okay. Honey Pie 39. Gemüsepastete 56. Ja, das sieht natürlich. Wenn man von denen hat, dann brauchen die Leute natürlich entsprechend weniger. Von der Menge her. Aber wie ich sehe, ist die Zeit auch schon wieder um. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch Freitag wieder dabei, wenn wir unsere Colchester durch den Frühling begleiten. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.